Leute gehen vor. Das sind unsere Leute. Diese Welt gehört zum Imperium. Wir sollten sie beschützen. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Episode Star Wars Battlefront. Ja, wir haben es gehört, wir sollen diesen Planeten vernichten. Oder nicht wir persönlich, aber wir sollen hier wahrscheinlich noch eine einzige Person rausholen, bevor der ganze Planet hier in die Luft fliegt. Ja, und nun sind wir hier, als Aiden Versio, die nicht so begeistert davon ist. Und auch der gute Del, unser Kollege, der schon Bekanntschaft mit Luke Skywalker gemacht hat in der letzten Episode. Ich kann nicht in meinem eigenen Schiff abreisen! Wir dürfen erst vom Bahnhof abreisen, wenn Sie eine Freigabe haben. Warum? Ich gehöre auch zum Imperium, genau wie Sie! Sie erhalten in Kürze Ihre zugewiesene Abflugzeit. Bis dahin müssen Sie warten, wie alle anderen auch. Lassen Sie mich durch! Ich gehe! Nein, Sie bleiben. Ja, es ist schon krass, was das Imperium da macht und wie Aiden in der letzten Episode schon gesagt hat und diese Episode auch, das sind unsere Leute. Commander Versio, Sie können durch. Wie erkennt er mich durch den Helm? Stink ich vielleicht irgendwie? Ich habe eine Menge Credits bei mir. Ich will nur eine Freigabe zur Abreise. Wollen Sie mich bestechen? Natürlich nicht. Ich sage nur, dass ich meine Credits mitnehme. Und wenn ich beim Einladen einige davon verliere... Ja, dann... Was ist denn mit denen hier los? Wieso werden die jetzt hier so... gefangen gehalten? Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz, was die Logik des Imperium Center ist, aber... Vielleicht ist das Imperium auch einfach nur böse. Wenn es ein Rebellenplanet wäre, würde ich es irgendwie noch verstehen, auch wenn es nur Zivilisten sind. Inwiefern ist das relevant? Ich bin nicht verantwortlich für Ihr Wohlbefinden. Meine Nachbarschaft ist überflutet. Naturereignisse gehen mich auch nichts an. Lass uns doch wenigstens interagieren. Zivilisten dürfen nur bis zum Kontrollpunkt. Es wird Verletzte geben und Tote. Deshalb wurde ja die Abriegelung angeordnet. Sie dient ihrem Schutz. Ja, bitte. Lassen Sie uns unsere Schiffe nehmen, bitte. Alle für den Zeitplan startenden Schiffe werden abgeschossen. Ohne Ausnahme. Ich frag mich, warum sie die nicht einfach fliehen lassen. Jetzt Schluss mit der Fragerei. Ich meine, sie wollen Angst erzeugen, aber hier werden ja mehr als... Hier wird ja nicht jeder ein eigenes Schiff haben. Und es wird immer noch genug Tote geben, selbst wenn hier ein paar Leute entkommen. Ich glaube, wir können nichts machen. Nicht bei diesem Wind. Wir müssen warten und können nur hoffen, dass das Imperium weiß, was es tut. Imperium weiß absolut, was es tut, aber wir werden euch töten. Die Sicherheitsprotokolle dienen ihrem Schutz. Versuchen Sie nicht, Bardos zu verlassen. Flugabwehrstellungen werden ungenehmigte Luftfahrzeuge zerstören. Bleiben Sie zu Ihrem Schutz zu Hause. Die haben immer eine sehr ungesunde Hautfarbe hier, die beiden. Geiler Haarschnitt. Okay, weiter geht's. Wir haben einen anderen Auftrag. Außerdem gefährden wir auch unsere Truppler. Sie evakuieren nur auf Befehl. Ihre Furchtlosigkeit bei diesem Sturm zeigt wahre Disziplin. Aber Gleb verdient eine vorzeitige Evakuierung, oder was? Gleb leitet die Schule für künftige imperiale Anführer hier. Sie bildet loyale, fähige Truppler aus. Wie ein. Wie mich. Und jetzt fordert sie einen Gefallen ein. Das Volk von Vardos ist dem Imperium treu. Warum sollten wir es leidend zurücklassen? Das ist alles für das große Ganze, Kommando. Mir gefällt das alles nicht. Vardos war unsere Heimat, Hask. Das Imperium ist unsere Heimat. Mit Operation Aschen beweisen wir, dass wir seiner Zukunft würdig sind. Sie klingen wie mein Vater. Das liegt daran, dass Sie die Befehle des Admirals befolgen. Vergessen Sie die Befehlskette nicht. Deswegen ist er auch dabei, der Saftsack. Ich wette, der würde uns irgendwann noch in den Rücken fallen. Das ist so offensichtlich.
Tochter des Herrn. Ziel erreicht. Bewegung bleibt. Jetzt gibt sie mir auch noch Befehle. Wunderbar. Wow, 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 zurück! Ja, gehört zu mir. Die anderen bleiben hier. Sie sind unwichtig. Los. Die anderen bleiben hier. Sie sind unwichtig. Geiler Boss, ey. Commander. Wer ist das gewesen? Wir haben ein Schiff in Landebucht 2. Dort sind sie in Sicherheit. Gehen Sie los! Los! Oh, was soll das? Nein, nein, nein! Stopp! Das ist nicht unsere Mission! Waffe runter! Schon okay, wir bringen sie weg. Los! Nein, nein, nein! Komm, warten Sie! Ich bin Ihr Commander! Waffe runter! Nein, unsere Befehle sind klar. Wir sollen Protektorat Gleb hier rausholen. Allein! Die Zeiten ändern sich. Sehen Sie sich doch um. Erkennen Sie das Imperium eigentlich überhaupt noch wieder? Dell, bitte tu das nicht. Tu das es nicht. Das Imperium muss Zivilisten vor sowas wie Operation Asche schützen. Das ist das neue Imperium. Wenn das das neue Imperium ist, dann will ich nichts davon wissen. Ich befolge die Befehle meines Commanders. Sind das deine Befehle? Sind sie das? Denn in dem Fall ist das ihr Verrat! Sind das deine Befehle? Ja. Und ich hab meine. Die Waffe runter. Ungehorsam wird dein Untergang sein. Admiral Versio. Commander Versio und Agent Miko haben die Mission verraten. Tut mir leid. Habe verstanden. Bringen Sie mir Gleb. Das ist Ihre Mission. Ich werde mich um die Verräter kümmern. Wer ist der Typ da, der da gerade gesprochen hat? Ist das unser Vater? Und das ist jetzt alles unsere... Auf der anderen Seite des Platzes ist ein Durchgang. So kommen wir raus. Ich bin bereit, Commander. Nicht schießen. Wenn sie uns sehen, gibt's Ärger. Neue Befehle. Bereich sicher. Okay. Wir sind zu ungeschützt. Wir brauchen mehr Deckung. Feuer frei! Ach, scheiße. Ich dachte, da könnte ich vielleicht noch durchkommen. Jetzt muss ich sie alle töten. Ich muss euch alle töten, ihr scheiß Klone. Das ist überhaupt schon Klone? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Jetzt zeitig nach dem sechsten Teil, nach dem sechsten Star Wars Spiel, sind das ja alles, ist das ja die Klonarmee. Sind ja dann irgendwann vom Imperium akquiriert worden, mehr oder weniger. Wir müssen zur Corvus und raus aus imperialem Herrschaftsgebiet. Sie haben Ihren Vater gehört. Vorher schießen Sie uns ab. Dann müssen wir die Flugabwehrkanonen ausschalten. Ah, das sieht übel aus. Ganz ruhig, Nico. Die Zivilisten auf der Corvus verlassen sich auf uns. Wir haben keinen imperialen Funk. Die Corvus wird nicht mal wissen, dass wir kommen. Uns fällt schon was ein. Okay, die Kamera bringt mir überhaupt nichts. Gerade eine Blendgranate geworfen? Okay, die geht aber viel später hoch. Ich hab das gehasst, ich wollte das nicht tun. Wir sind zum Tode verurteilt. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir dran. Ja, Commander. Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Okay, ich folge. Wer von rechts kommen Truppen. Rein. Neue Fähigkeiten freigeschaltet, sehr nice. Frontkämpfer Erneuerung, Leibwächter und hartnäckig. Gesundheitsregeneration beginnt früher, ist richtig geil. Ach, ich kann das hier schon ausstatten. Ah, oh, okay. Frontkämpfer Erneuerung, hier.
Nee. Ah, okay, die Boost-Karten sind das, die geil sind. Verringert den Schaden durch Explosionen und Toxine. Deine Gesundheitsregeneration beginnt früher. Wenn du einen Gegner im Nahkampf besiegst, werden deine Fähigkeiten erneuert. Ja, das ist eigentlich voll sinnlos. Ach, und hier kann ich auch noch. Ich habe das alles schon freigeschaltet. Ich dachte, da, das wäre noch nicht freigeschaltet, die Dinger. Das ersetzt den Scan, das will ich nicht. Ersetzt die Kontaktgranate, das aber auch schon. Warte mal, das ist eigentlich viel geiler. Einmal Detonator. Hatte ich eigentlich doch schon auch ausgerüstet. Impulskanone. Die habe ich noch gar nicht benutzt. Enorm durchschlagskräftiges Gewehr mit dem Rahmen des DLT-20. Die Schüsse werden für maximalen Schaden aufgeladen. Eine verbesserte Version von Frontkämpfer, der die Laufzeit verlängert, wenn du einen Gegner besiegst. Frontkämpfer. Sehe ich nicht. Frontkämpfererneuerung. Eine verbesserte Version von Frontkämpfer, die die Aufladung deiner Fähigkeit abschließt, wenn du einen Gegner besiegst. Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Mit diesen Sternkarten blicke ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz durch. Ich habe ja auch ein Multiplayer-Gefecht schon gemacht. Das war mir auch ein bisschen komisch. Ach, shit. Hinter mir! Oh, fuck. Puh, das war richtig knapp. Wo kam der Typ denn her? Hinter mir auf einmal. Scout-Truppler. Saftsack. Ja, ich verstehe nicht so ganz, wie es das Imperium damit bezwecken will. Hier die ganzen Zivilisten zu töten. Vielleicht sollte man sich nicht so viele Gedanken darüber machen. Und es einfach so hinnehmen. Das Imperium ist böse, es macht böse Sachen. Punkt. Verstanden. Auf mein Zeichen. Da ist wieder eine Kiste. Du musst was hacken. Sehr schön. Kann ich bestimmt wieder irgendwas Neues freischalten? Oder doch nicht? Scheinbar doch nicht. Kann ich da durchschießen? Mist. Damit sollten wir es wenigstens bis zur Luftabwehr schaffen. Nach, leise. Was für leise? Hast du gesagt leise? Mal Detonator. Scheiße, der war voll daneben. Shit. Oh, die machen ja auch gerade aber richtig Druck hier, die Jungs. Der erhöhten Position da haben die natürlich die besseren Karten. Scan nach Bedrohungen.
Okay, weiter geht's. Da ist der Kampfläufer. Die Kanonen sind stark genug, um die Flugabwehr fertig zu machen. Genau. Und wenn wir die Zielschüssel zerstören, deaktivieren wir die Flugabwehr im Sektor. Oh yeah. Warum schießt einer auf mich? Lass ich auch sagen. Vorsicht in dem Sturm. Scoutläufer! Ja, ich habe ihn auch schon gesehen. Habe ich noch eine andere Knarre außer hier? Ich erledige sie. Ich kann wirklich nicht fassen, wie weit es der Admiral treibt. Er befolgt seine Befehle. Seine Befehle sind Müll. Unsere auch. Wir müssen die Zivilisten von Vardos wegbringen. Und was dann? Erstmal verlassen wir das imperiale Gebiet, dann überlegen wir uns einen Plan. Ah, er läuft von alleine. Der Läufer, ich wollte gerade stehen bleiben, das geht gar nicht. Er läuft einfach immer weiter. Okay, kein Problem. Muss ich das hier aufsprengen? Was schießt denn da auf mich? Scan du mal. Ich kann auch mal irgendwann eine andere Knarre benutzen als die hier. TIE, direkt voraus! TIE Fighter, oh da. Oh oh. Ah, geht's weiter oder? Ach so, ich muss da oben die Kanone zerstören. Gar nicht gesehen. Denn ich sehe ihn nicht. Da hinten kommt er. Da, die Hauptzielschüssel. Wenn wir sie zerstören, sind alle Geschütze im Sektor deaktiviert. Ausschalten. Ich bringe uns zur Corvus. Bin dabei. Warte mal. Wie dumm die sind, ey. Die sehen so einen fetten AT-ST. Nee, das ist ein AT-AT. Auf der Straße rumlaufen und laufen einfach mal auf die Straße und versuchen ihn irgendwie aufzuhalten mit ihren Blastergewehren. AT-AT, von links. Nee, es ist doch ein AT-ST. Das sind die AT-ATs. Mein Gott. Kann man nochmal verwechseln. Achso, ich muss da den... Ach nee, da kommt doch ein AT-AT. Fuck. Okay. Auf was soll ich mich jetzt konzentrieren? Auf ihn oder auf das Tor? Weiterfeuern! Wir können sonst nirgends hin! Komm schon! Wir haben es fast geschafft! Ja, der AT-AT hier, der macht mir ein bisschen... So, okay. Wieso hält er so viel weniger aus als ich? Gute Arbeit, Commander. Das ist ein bisschen komisch, finde ich. Dass er auf einmal platzt und mindestens genauso viel auf uns geschossen, wie wir auf ihn. Was denn?
Oh Mann. Corvus, Rampe runter und alle an Bord holen. Ja, Kommander. Aber der Blitz schließt unsere Systeme kurz. Es könnte etwas dauern. Ich hab jetzt nicht so ganz gerafft, was das hier für ein Schiff ist eigentlich, was sie da befehligt. Sie ist doch eigentlich eine Verräterin jetzt. Unsere Besatzung wird angegriffen. Das ist ihr eigenes Schiff, oder was? Und die sind ihr noch treu, oder? Wieso hat sie so ein großes Schiff? Stellung halten! Wir sind dabei, Commander Versio. So, die Corvus verteidigen. Kommen die denn? Oh nein, wo denn? Ja, ich sehe ihn auch. Oh je. Also den AT-AT bekomme ich aber nicht mit meinem Blaster kaputt. So lange drauf schießen, da wird gar nichts passieren. Mit den Dingern hier, das kann ich mir auch schenken. Gut. Scan die Umgebung. Jetzt kommen sie von rechts, die Schweine. Oh nein. Die Waffen verziehen echt extrem. Alle rein ins Schiff und weg hier. Boah, das war richtig knapp. Liebe Leute, und damit verabschiede ich mich schon mal von euch für diese Episode. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei hier bei Star Wars Battlefront 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent. Headshot.